Einen Hauch von Luxus umgibt das Conway Chiron SUV FS 4.7. Das vollgefederte Elektro-SUV mit Dropper-Post, also absenkbarer Sattelstütze, wirkt auf den Radler sofort hochwertig und souverän. Inspiriert von den großen und in Verruf geratenen Autos sind die motorisierten Allrounder-Bikes wirklich tauglich für Stadt, Land und auch mal ein bisschen hügeliges Gelände ohne befestigte Wege. Die laut Hersteller 28 Kilogramm und von uns gemessenen 30 Kilogramm schränken die Nutzung allerdings etwas ein. Der fast einzige Wermutstropfen am Conway. Ansonsten, wenn Gabel und Hinterbau aufs Fahrergewicht abgestimmt sind, funktionieren die Federelemente gut. Es radelt sich sehr komfortabel, ohne schwerfällig zu wirken. Die Sitzposition der 175 cm Bikerin auf dem XL-Rahmen ist recht sportlich. Die Lenkerposition ist fast so tief wie der Sattel. Die Sattelstütze ist vom Lenker aus absenkbar. Der gewohnt angenehm arbeitende Bosch Performance Line CX Mittelmotor treibt für Fans des direkten Vortriebs über Kette das Hinterrad an. Die Schaltvorgänge der SRAM-Mechanik laufen auch unter Last sauber über alle 12 Ritzel. Das Kiox-Display zeigt in den wählbaren Fenstern genau das, was der jeweilige Fahrer gern wissen möchte. Über Farbe und Text immer den Unterstützungsmodus von Aus bis Turbo. Außerdem Geschwindigkeit, Batterieladestand, Reichweite, Fahrtstrecke, Connectivity-Informationen, Leistungsangaben wie Trittfrequenz oder mit Zubehör den Puls. Außerdem lassen sich mit der Bosch Handy-App Routen planen und dann auf dem Kiox anzeigen. Das funktioniert auch alles gut über die Bedienung in Daumenreichweite. Handy-App und Kiox können zusammen auch als Diebstahlschutz dienen. Eine Abo-Mitgliedschaft ist dafür nötig. Wahrscheinlich sinnvoll, wenn keine Garage vorhanden ist. Unser Redaktionsteam würde das Rad nicht in den oder aus dem Keller tragen wollen. Im Cockpit außerdem natürlich der Schalthebel und der Hebel für die Sattelstütze. Alles gut erreichbar und leichtgängig. 625 Wattstunden speichert der Akku. Die Ladebuchse liegt in rückenschonender Höhe. Der Schmutzschutz lässt sich einfach abnehmen. Nur der Akku ist abgeschlossen. Conway hat insgesamt nicht gekleckert beim Pedelec. Mit SRAM Eagle Komponenten, fein geschweißtem Rahmen, stabilem Federklappen-Gepäckträger, sperrbarer Frontgabel von RST, mit hochwertigem Fox-Hinterbaudämpfer ebenfalls sperrbar oder in zwei Federstufen zu nutzen. Und allein der Scheinwerfer von Contec würde im Fachhandel mit knapp 200 Euro zu Buche schlagen. Die Tektro Gemini Scheibenbremsen mit vorne 4 und hinten 2 Kolben bremsen gut und wirken in der Bedienung hochwertig, passend zum Bike. Für ein Blockieren des Hinterrads musste nach unserem Geschmack zu viel Kraft aufgebracht werden. Vorletzter Wermutstropfen, der Lenkeinschlag. Nach links nur ca. 75 Grad, nach rechts etwa 80 Grad. Für ein Rad, das niemand gern anheben und tragen möchte, leidet hier die Rangierbarkeit etwas zu sehr. Wenden auf Waldwegen wird schwierig. Letzter Wermutstropfen, der Preis. Conway möchte knapp 4.600 Euro haben. Das ist für das Qualitätsrad zwar angemessen, trotzdem natürlich viel Geld. Vielleicht mal mit dem Arbeitgeber über Bike-Leasing sprechen. Und wenn es ein SUV sein soll, dann würden wir hier gern zuschlagen.